Ja, hallo und willkommen bei einem weiteren Teil hier aus diesem neuen Format immer noch. Und heute ist mal dabei ein Porsche 911 Turbo, auch wieder eine Mod. Porsche 911 Turbo, was soll man dazu sagen? Ein unglaublich cooles Gefährt. Ich finde, der Sound ist eigentlich relativ in Ordnung, dafür, dass es halt eben so eine Mod ist. Ich werde ab und zu vielleicht die Download-Links auch in die Beschreibung packen, also einfach mal reinschauen. Ja, und hier haben wir jetzt den Porsche 911 Turbo mit einem manuellen 6-Gang-Getriebe. Das läuft aber echt sauber und ich würde sagen, wir probieren einfach mal hier den Start. Ja, und der zieht hier wirklich richtig nach vorne. So, 250 haben wir auf dem Tacho, nach gerade mal einem Kilometer sind wir immer schön rechts unten an der Tachoanzeige. Und jetzt geht es hier weiter und weiter. 290. Dann kommt er langsam in den Begrenzer. Ja, 300 haben wir. Bei 6600 Umdrehungen, 305 km/h. Noch beschleunigt er langsam. Wir sind hier übrigens immer mit Straßenreifen unterwegs, also das ist so der Maßstab, an dem wir uns hier orientieren. So, wir schauen natürlich auch noch einmal ins Cockpit rein. Relativ unspektakulär. Ja, dann würde ich sagen, bringen wir das Gefährt hier mal wieder zum Stehen. Bei 313 km/h ist Schluss. Und der geht richtig satt in die Eisen. Man sieht richtig, wie die Front nach vorne geht. Da gibt es einmal einen richtigen Ruck im Lenkrad, wenn das Fahrzeug hier zum Stehen kommt. Ja, und das war es auch eigentlich schon. Wir können ja noch einmal ganz kurz vielleicht, na, mal sehen. Ich könnte ja mal gucken, hier die Kameraperspektive ein bisschen ändern. So. Einen Start können wir ja vielleicht nochmal hinlegen. Ja, und was man gerade schön gesehen hat, ich war jetzt gerade extra mal ruhig, um den Klang hier zu genießen. Man sieht richtig schön, wie der Heckspoiler, wenn man jetzt mal achtet, sich ein- und ausfährt. Ich bremse jetzt mal nochmal voll rein und halte das Lenkrad jetzt nochmal wirklich fest. Und es gibt einen richtigen Ruck, wenn der immer stehen bleibt. Achtet mal hier auf den Heckspoiler. Ich stelle die Kamera nochmal so richtig ein. So, jetzt sollte man sehen. Das finde ich ganz nett gemacht, wie der Heckspoiler jetzt hier rausfährt. So ab 115 km/h ungefähr. Jetzt gehe ich mal hier vom Gas. Und dann fährt er wieder ein bei 100 km/h. Ich finde übrigens schön diesen Übergang. Man muss mal genau hinhören. So ein bisschen dieses Rotzige vom zweiten in den dritten Gang. Also wenn man genau hinhört, dann kann man es vielleicht raushören. Eigentlich an sich eine wirklich tolle Mod. Kann man nichts anderes sagen. Ist natürlich auch wieder fragwürdig, wo jetzt hier die Quelle wirklich herkommt. Ob das nicht hier wieder einfach aus einem anderen Spiel rauskopiert wurde. Das kann man leider immer ein bisschen schlecht nachvollziehen. Da bin ich dann auch wahrscheinlich der falsche Mann. Aber ich könnte es mir hier leider wieder vorstellen, dass es sich hier um Content von Forza Motorsport handeln könnte. Ja, trotzdem verabschiede ich mich hier von dieser Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis bald.